Ach, guck mal einer an. Wir waren hier gerade beim Abendessen, als das passierte. Ich würde dem Labyrinth an eurer Stelle fernbleiben. Das botanische Ungetüm verschlingt alles. Naja. Haben wir ja schon erledigt. Okay, das geht also gar nicht. Naja. Okay. Naja. Wie gesagt, was ich mich immer noch frage, wofür ist die Regenbogenschnecke da? Aha. Notenblatt Nummer 2 gefunden. Okay. Wolandi weiß, was damit zu tun ist. Okay, Wolandi. Hätten wir ja gleich reingehen können eben. Naja. Was soll's. Können wir auch nicht ausmachen. Keine Ahnung. Da passiert gar nichts. Tja. Gut. Dann gehen wir mal zurück zu den anderen. Ich war dann hier lang. Diese Wege, ey. Und dann hier hin. Ihr habt das botanische Ungetüm erledigt. Gute Arbeit. Der Eremit des Komasis hinter dieser Barriere kommt. Mein lieber Gal, du hast bis hierhin außerordentlichen Mut bewiesen, aber hier musst du passen. Natürlich, Direktor, ich sehe bloß zu. Er will nur zugucken, okay. In Position. Die von mir vorbereiteten Runen zwingen den Eremiten, sich zu materialisieren. Ich muss mich darauf konzentrieren, damit er verwundbar bleibt. Sorgt dafür, dass ich am Leben bleibe und vernichte dieses böse Brut. Vernichte diese böse Brut. Ihr schafft das. Er kommt, macht euch bereit und lasst euch nicht von seinen Äußeren täuschen. Er ist ungeheuer mächtig. Was? Okay, der Eremit sieht ja aus. Aha. Rune halten. Spiegelbilder. Eremit des Kummers, wie viel Leben hat denn der überhaupt? What the fuck? Ach, coole Musik, ey. Coole Musik. So. Boink. Wow. Wie viel Schaden machen die beiden denn? Fokussiert die Mondrunde, um den Gruppenschaden zu erhöhen. Ja. Müssten wir gerade, glaube ich, nicht machen.
So, der ist schon mal weg. Was kommt jetzt? Autsch. Oh. Der heilt sich. Oder auch nicht. Ah, da sehe ich sogar sein Leben. Wird genug Leben. Rune, Skills. Müssen nochmal angreifen. Okay. Verwundbar. Na, na, na. Nee. Was haben wir denn für eine Kombo? Die hatten wir jetzt. Ich muss in der Mitte drauf achten, das Blinken, okay. Seelenstachel. Autsch. Also so viel zieht das auch gar nicht ab, ne? Es geht sogar. Ah, Heilung, dankeschön. Okay. Dafür ist sie gut zum Heilen. WTF? Diese Combo-Attacken, ne? Können nur heilendes Licht momentan machen. Und das. Tja. Fuck. Mist! Den Starre. Uiuiui. Okay. Wie viel Leben hat denn das Vieh, ey? Junge, Junge. Das ist halt echt nur heilendes Licht, ne? Zack. Das war nicht viel. Noch eine Combat machen. Und ich mach das hier. Ist für die Gruppe eigentlich ganz gut, aber man kann es auch so machen. Es hat keinen Zweck. Er zeigt seine wahre Gestalt nicht. So viel zu dieser Rune. Die Vorbereitung verlief tadellos. Wir brauchen bloß mehr direktes Licht von der Sonnenfinsternis. Egal. Steig auf das Dach und finde einen Weg, mehr Licht reinzulassen. Jetzt. Ich? Okay. Bin dabei. Also gut. Ich werde sie nicht enttäuschen. Hier muss doch irgendwo eine Leiter sein. Was? Wir spielen jetzt Gal? Was ist da denn los? Auch nicht schlecht. So weit, so gut. Jetzt noch eine Lücke finden oder so. Hier, ne? Ja. Zu fest, ich muss weiter so. So. Dü. Auch nicht. Komm schon, geil. Deine Freunde brauchen dich. Ja, da ist eine Öffnung hinter diesen Trümmern. Zeit durchzubrechen. Mal sehen. Alles mit Trümmern blockiert. Ah. Zu schwer für mich. Ich darf nicht aufgeben. Denk nach, Gal. Oh, Hollande hat mir das mit den Schießpulver erzählt. Wenn nicht vielleicht. Ich wette, das haut richtig rein. Okay, jetzt in Deckung. Ein Kochtopf. Nice. Es hat funktioniert. Das wird bestimmt noch nützlich sein. Gar lernt den Kampfskill,
Kochtopfbombe. Was? Gott. Oh Mann, dieses Spiel, ne? Was zum... Er hätte uns warnen können, bevor er so etwas abzieht. Er hat es geschafft. Perfekt. Der Eremit zeigt seine wahre Gestalt. Beenden wir es. What? Holy shit. Wie siehst du denn aus? Oh. Combo kann ich nicht einsetzen gerade. Ach du Mäusebiese. Boah, diese Musik, ey. Gespenstersensen. Autsch. Oh, hier einmal heilen bitte alle. Diese Musik. Ist echt cool. Okay. Machen wir das nochmal so. Heilung, sehr schön. Also Rundenheilung war das. Das ist schon mal sehr gut. Bringt so gerade nichts, das zu machen. Ah, wow, wie gemein. Passiert, Gruppenschaden zu erhöhen. Wir machen nochmal die Gruppenschaden höher. Ja, die Rune muss nämlich da sein, ne? Machen wir die Combo. Klar. Natürlich doch. Wow. Also die Folge geht schon mal etwas länger. 40 Minuten, Junge. Ja. Okay, jetzt weiß ich das Timing. Aktivieren wir gleich nochmal. In die nächste Runde. Was ich jetzt aber mache, mache ich ja mal die hier. Dann mein eigenes Schild, dass da nichts passiert. Wow. Das war ganz gut, dass ich das eingesetzt habe gerade, ne? Nochmal die hier. Heilt uns. Eine Runde nochmal setzen, dass sie auch bleibt. Junge, 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 was ist mit dir denn los? Wird auch immer höher, ey. So. Können wir nicht. Bringt nichts. Schmerz. Was ist das denn für eine Attacke? Was? Kann ich nicht mal blocken oder so? Wie gemein. Sehr gemein sogar. Okay. Ich bin schnell gedrückt zwischendurch. Nicht geblockt.
Also wahrscheinlich doch geblockt, aber konnte ich nicht machen. Okay, das ist die Combo. Andere Kombos können wir nicht einsetzen. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so gemacht habe, aber naja. Komm, wo wäre das dann wieder? Ja, hat aber nicht ganz gereicht. Mist. Und die hier muss ich auch wieder aktivieren. Okay. Muss ich wahrscheinlich, wenn er anfängt, das zu spucken, ne? Einsetzen. Okay. Sehr gut. Das hat schon mal ganz gut geholfen. Geschafft. Eremit des Kummers. Ich zwinge den Eremiten des Kummers. Oder was auch immer stand, ist voll weg. Schnell, vernichtet den Kern. Das lasse ich nicht zu. Sirai. Die Waffe runter sofort. Sag ihnen was, du. Erlina, erkläre dich sofort. Den Kristall, Bugabes. Jetzt, mach besser, schnell. Bugabes, nein. Wir haben es mit Reden versucht. Ihr habt uns keine andere Wahl gelassen. Tu es. Du hast einen Teil der Abmachung also doch eingehalten. Bestien, kriegt zurück, wo ihr hergekommen seid. Ihr werdet diese Seele nicht besudeln. Ein wenig verspannt, der alte Herr. Verspannt und verwirrt, offenbar. Was wollt ihr? Nun, dasselbe wie deine beiden ehemaligen Freunde hier. Die Freiheit jener, die während der Sonnenwende geboren wurden. Müssen sie nicht trainieren? Trainieren, um Bestien bekämpfen. Lügner, ihr huldigt den Fleshmancer. Ohne Krieger der Sonnenwende wäre die Welt verdammt. Das entspricht unseren Vorstellungen. Erlina, wieso? Wir haben eine Abmachung getroffen. Sie wollten nur, dass wir einen Blutmond beschwören. Und dann ist endlich Schluss mit diesem Unsinn. Der Blutmond und ein Eremitenkern? Nein. Ein schneller Geist. Zu guter Letzt wird der Eremit der Zwietracht wiederbelebt. Wiederbelebt und außerdem gestärkt. Rukaves, wie kannst du das bloß mitmachen? Habt ihr euch noch nie gefragt, wie es wäre, ein Leben nach euren Vorstellungen zu leben? Aber wieso? Wir haben eben den letzten Eremiten besiegt. Das könnt ihr gar nicht wissen. Und seht ihr denn nicht, dass ihr an diesem endlosen Konflikt keinerlei Schuld habt?
Das heißt aber nicht, dass wir keine Verantwortung tragen. Das gilt übrigens auch für euch. Es ist nicht zu spät, Bukavis. Zerstöre den Kern. Tut mir leid, Valerie. Wir haben uns entschieden. Wieso jetzt aufgeben? Wir können immer noch aufsteigen. Zu Wächtergöttern? Dass ich nicht lache. Wie viele Jahrhunderte hat man sich auf diese falsche Versprechen berufen? Denkt ihr nicht, das hätte schon längst passieren müssen? Genug geredet. Wir müssen das Ritual vollenden, ehe die Sonnenfinsternis endet. Nein, das dürft ihr nicht. Oh, ich denke schon. Dürfen und werden. Es ist Zeit, den Eremiten der Zwietracht wiederzubeleben. Und jetzt gebt uns einen Blutmond. Nein. Nein! Direktor. Herr Ehemann, sind wir in Sicherheit. Ich bin sicher, ihr drei könnt es mit den Eremiten der Zwietracht oder so aufnehmen. Du verstehst nicht. Der Eremit der Zwietracht hat uns alles genommen. Mehr als 2 Dutzend Krieger der Sonnenwende. Und doch. Aber der Älteste des Nebels. Wie konnten sie? Direktor. Gehen wir zurück. Uiuiui. Oh, diese Sequenzen sind immer so geil, ey. Er scheint nicht schwer verletzt. Vermutlich ist es einfach ein bisschen viel. Nix, was man mit Suppe nicht hinbekommen würde. Nicht die Zwillinge. Ruhig, Direktor. Du brauchst eine Pause. Danke, junger Freund. Du warst sehr fürsorglich. Keine Ursache. Valerie, Seel. Ja, Direktor. Ich brauche mehr Zeit, um mich zu erholen. Unsere Feinde halten sich jetzt bestimmt im alten Schloss des Flashmonsters auf. Messer Island ist momentan unerreichbar, aber ich werde bestimmt beim Meditieren eine Lösung finden. Bitte geht in der Zwischenzeit nach Brisk, begutachtet die Schäden und gebt eure Bestes, um den Überlebenden zu helfen. Unverzüglich. Danke, Jünglinge. Ich komme nach, sobald ich bereit bin. Ich werde sofort gehen. Wir sehen uns in Brisk. Ja, gut. Aber dann würde ich sagen, werde ich erstmal die Aufnahme beenden. Und, könnte ich eigentlich nochmal speichern gehen? Mal unten. Außer es passiert gleich wieder was, wenn wir speichern wollen. Wie gesagt, dann würde ich hier erstmal die Aufnahme beenden. Das werde ich wahrscheinlich doch in 2 Parts geteilt haben, bevor der Kampf losging. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Sea of Stars. Bis dann. Ciao, ciao.